Hallo Leute und herzlich willkommen zu Liars of Fears, beziehungsweise Layers, heißt es ja nicht Liars. Es sind ja keine Lügner, sondern Ebenen. Ihr wisst, dass ich ja den zweiten Teil schon gespielt habe. Ihr kennt mich, ich spiele lieber zuerst die zweiten Teil und dann der ersten. Ich bin halt so. Egal, wir klicken jetzt auf neues Spiel und es lädt und wir starten rein. I know how you must feel. Lost. Alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Okay, Leute. Wir sind hier. Alter, wackelt das so ein bisschen? Keine Ahnung. Wir sind jetzt hier in unserem Haus, I guess. Keine Ahnung. Das können wir nicht anschauen. Das ist schon mal ein weirdes Bild, Alter. Wir gehen mal weiter. Und das ist ziemlich so aufgebaut wie Liars of Fear 2 hier mit den Symbolen. Achso. Geh auf. Seid ihr ready, Leute? Ich sehe halt absolut nichts, Alter. Ja. Cool. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos da drin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes, Alter, ich kann nicht lesen, tut mir leid, sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also wir haben scheinbar auch Diener, so wie sich das anhört. Das ist gelockt. Es geht ja hier, glaube ich, so ein bisschen um... Wieso ist die Musik weg? Ich glaube, ich mache auch die Musik in Game weg, weil dann können wir unsere eigene drunter legen. Ne? Dann macht mehr Sinn, weil dann ist nicht immer so abgehackt. So. Perfekt. Okay, hier geht's runter. Ich sehe halt nichts. Ihr seht wahrscheinlich nicht mehr, aber. Oh, da ist eine Wand. Ich sehe nichts. Hilfe. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Da ist eine Wand, warte. Oh mein Gott. Hier ist zumindest wieder so ein bisschen Licht. Ist hier was? Hey, what the fuck? Wo sind wir hier? Oh, hier ist was. Oh, eine Dings. Eine Geige. Also ich habe gerade richtig Struggles. Ja, gucken wir mal weiter, Alter. Hier ist nichts. Die ist verschlossen. Jo. Hä, wo sind wir jetzt hin? Sind wir in den... Alter. Sind wir jetzt in den Keller gegangen? Oder was ist das jetzt hier? Ich würde gerne irgendwie wieder hoch, wenn das irgendwie möglich wäre. Da ist noch ein Zettel. Ah, das ist ein Zeugnis. Notenschnitt 443. Heißt das jetzt? Wahrscheinlich ist das nach deutschem Schulsystem, oder? Dann ist es, glaube ich, aber auch nicht so gut, oder? Nee, das ist relativ scheiße dann. Noch bei uns ist es auch nicht so gut. Never mind. Hallo, ich komme hier nicht durch. Okay, ich versuche einfach den Weg nach oben wieder zu finden, aber weiß nicht, ob und wie gut das klappt. Oh, hier ist irgendwas.
Ah, Licht, nice. Jetzt finde ich vielleicht auch wieder hoch. Geht's hier hoch? Nee, hier ist nichts, oder? Aber wo kamen wir herunter? Ist so ein bisschen... Hier, glaube ich. Nee, schon. What the fuck? Was ist denn hier los? Oh Mann, ey. So. Leute, ich hab's gefunden. Oh mein Gott, endlich. Alter, zum Glück kann man... Ah, hallo? Gott, Alter. Oh, hier ist ja alles voll. Och, das Wasser laufen gelassen, ey. Mach jetzt aus hier. Ah, okay. War falscher Hahn. Hier können wir auch noch Licht machen. Licht ist nie schlecht. Hier haben wir auch eine Notiz. Unsere Knieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Ach, deswegen läuft man so komisch. Guck mal, wir machen immer so, wie wenn wir ein Bein kaputt hätten. Imagine, du hast eine Beinprothose-Dingens und die verkacken einfach die Länge. Imagine. Und ich spüle hier gerade, aber irgendwie funktioniert das nicht. Schade drum. Ist hier irgendwie was drin? Hallo? Oder tatsächlich? Aha. Rattengift, geil. Oh, hier ist auch was. Bandagen, blutige Bandagen. Okay, chillig. Jo, was gibt's hier hinten sonst noch so? Alter, es ist so düster, das Game. Oh, hier geht was auf. Da ist was. Oh, eine Mausefalle. Ich gehe mal zurück, ne? Ich sehe hier drin halt absolut gar nichts. Kann ich hier noch Schubladen? Kann ich öffnen? Perfekt, die ist verschlossen. Da ist nichts drin. Hier ist auch wieder ein Brief. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht, ich habe überreagiert. Es ist nur so. Es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Okay. Also ist wahrscheinlich scheinbar ein Brief zu unserer, keine Ahnung, Frau, Freundin, Wegbegleiterin. Ich weiß es nicht. Ist hier noch was beim Kamin? Nee. Das ist scheinbar ein Halsband. Von einem Hund oder so. Keine Ahnung. Ja, was? Ich habe irgendwie Schädlingsbekämpfer belästigt. Okay. Und mein Diener hat mir das aufgeschrieben, ich soll aufhören damit. Kann ich verstehen. Mach die Tür auf. Alter. Okay, wir sind jetzt hier in der Küche, Alter. Cool. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht. Ich kann nicht lesen. Und wie der Rest von uns gewöhnlich im Park einfach geschnarcht. Ich weiß schon, Chaps. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Danke, das ist aber sehr nett.
dass ihr mich so kräftig unterstützt. Hä? Okay, das ist noch eine Einkaufsliste, das ist aber egal. Eine Waage, perfekt. Ist noch nirgendwo irgendwas drinnen, ne? Da ist noch eine Tür. Alter, ist das dunkel? Gibt es hier Licht? Es gibt ja wirklich Licht. Ah, okay, das ist nur so eine Speisekammer übrigens. Gut, sonst hat sie aber, glaube ich, auch nichts. Alter, die Tür, wieso geht die immer selber zu? Die ist kaputt. Die muss man ja mal reparieren. Hallo. Ja, stimmt. So, wir gehen hier mal hoch. Alter, das ist actually ein bisschen creepy hier. Boah, Alter. What the fuck? Was war das denn jetzt? Ich will da nicht hin. Ich will nicht zu dieser Tür da hinten. Die hier steht ja auch so ein bisschen offen. Hallo? Oder ist warte, da ist was? Ah, Licht. Oha. Sehr geil. Da ist auch Licht. Da ist ein Schrank. Immer nichts drin. Ne? Ja, man kann halt alles öffnen, ne? Ich will das. Ich kann mich aber auch nicht hinhocken. Oh, hier ist was. True Story. Cool. Okay, also wir haben sehr viele Bücher. What the fuck? Was ist das für ein Bild? Oh, da sind Scherben. Lass mal hier überall Licht, wo geht, weil Licht ist wichtig. Gerade in Horrorspielen, auch wenn ich weiß, man sollte Energie sparen, aber nicht in solchen Situationen, Leute. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Okay, nice. Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig den Verstand verloren? Ich hoffe nicht. Wäre sonst scheiße. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass uns etwas Besonderes machen. Hast es versprochen. Okay, machen wir doch. Das Rotkäppchen. Der Wolf. Der Wolf. Gott, Alter, tötet sie. Hä? Ja, schade drum. So ist das Leben, ne? Oh Gott, ey. Hier ist auch noch. Ist das nicht so ein Telefonhörer-Dings? Also, wir sind scheinbar auch nicht ganz im neuesten Zeitalter, so wie das alles eingerichtet ist und so technikmäßig. Ja. Gehen wir mal weiter. Da ist ein Klavier, cool. Können wir richtig geil viben. Okay, schauen wir nicht. Da sind auch noch Noten, geil. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Dann gehen wir da bestimmt nicht rein. Da ist zu. Können wir nicht auch schon Schlüssel irgendwie benutzen? Hallo? Geht das nicht? Nee, okay. Ja gut, dann müssen wir ja hier rein, weil ich will nicht in die Tür, die hinten, die sich geöffnet hat. Hallo? Was für ein Sound? Oh, da. Ach so, die Musik habe ich jetzt natürlich nicht, weil wir haben unsere eigene Musik. Mach jetzt einfach so Schallplatten, alte Musik, das creepy am besten, das passt dann. Auch ganz gut. Ist hier was drin? Nee, Digga, ich sehe nichts. Ist hier vielleicht was? Liegt hier jemand? Nee, okay. Cool. Sympathisch, wenn nicht so Leute im Bett liegen. Öffnung in Flammen. Ab perfekt Brand in einem Kaufhaus. Scheiße, Mann. Okay. Wir haben hier einen weiteren Zettel. Entschuldige, ich konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ja, ich dachte, er wollte schlafen. Da ist noch ein Schrank. Okay.
Wieso sind die Sachen raus? Ja, ach, scheiße. Jetzt müssen wir noch in die Tür. Wir haben jetzt alles abgesucht. Auf jeden Fall Multitool kennt man, hat jeder Schweiz. Da ist auch noch eine Tür. Da kam doch gerade ein Ball geflogen oder so. Ist hier nicht auch eine Tür? Ich will zuerst hier. Ach, scheiße, die ist verschlossen. Hallo? Ist hier hier. Das ist ein Kinderzimmer, oder? Habt ihr Licht? Wieso hat hier kein Licht? Hallo? Ich bin, keine Ahnung, 20. Jahrhundert hier in dem Game. Wahrscheinlich ist das noch nicht das 21. Vermute ich mal. Oh, Alter. Ist hier was drin? Alter, ich habe so Angst, dass gleich irgendwie ein Jumpscare kommt. Wobei Layers auf hier eigentlich nicht so viele Jumpscares. Okay, da ist ein Kind, da bin ich und das ist wahrscheinlich das Monster. Oh. Hallo? Du schläfst hier. Oh. Oh, hier ist auch Kreppi. Hier ist auch scheinbar nichts. Nee. Ist hier drüben irgendwas? Auf. Nee. Oh nein. Wenn das passiert gleich was. Oh. Hä? Als ob da nichts passiert ist. Können wir... Oh nein. Ah, ist kein Spiegel. Okay, alles gut. Spiegel sind immer scheiße in dem Game. Aber da muss doch was passieren. Scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir mal runter. Weil wir haben jetzt hier das immer noch verschlossen. Ich bin echt froh, dass man ein bisschen sprinten kann, so mäßig. Hier ist aber auch alles zu. Können wir jetzt vielleicht hier rein? Können jetzt hier rein? Wo? Wieso geht die Tür zu? Wieso ist sie jetzt zu? Ey, das ist nicht lustig, Leute. Das ist echt nicht lustig. Was ist das hier? Stuhl. Wahrscheinlich unser Arbeitszimmer halt, obviously. Wir sind überall Scherben, Alter. Das ist scheiße doch. Ist hier was drin? Nee. Hier? Nee. Da auch nicht. Hier ist was drin, ne? Ich habe so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Okay. Also ist hier noch was drin? Boah, Alter, die sind schwer. Nee, Farbe. Oder Alkohol, keine Ahnung. Ja, wenn wir das so runterziehen, passiert doch safe was. Also ist ja... Oh. Verloren, du verdienst es. Beende es. Wenn ihr meint, ich will das... Das ist auch nichts, okay. Dann ziehen wir das jetzt runter. Da ist Blut. Oder so. Oh, hier ist auch wieder ein Schrank. Wieso ist der zu? Hallo. Ist hier auch noch was drin? Alter. Oh Gott, ganz viele kaputte Pinsel. Jetzt geht's. Wieso ist es jetzt... Ah, oh Mann, das so war ja Layers of Fear. Jetzt kann ich nicht mehr zurück, oder was? Das Spiel hat sich ja jedes Mal, wenn du durch eine Tür gegangen bist, sozusagen verändert. Weil es passt sich ja deinem Spielverhalten an. Genau. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. So, sind wir hier, keine Ahnung wo. Ist hier Licht? Nee. Kann ich irgendwas öffnen, aber ist hier halt maximal nichts wieder mal. Nevermind, hier ist eine Kerze. Da geht's. Oh, Alter.
Oh mein Gott. Da geht's nach draußen, aber jetzt scheinbar nicht mehr. Geil, Alter. Jetzt geht die Tür hier auch wieder auf. Alter, ey, lass mich doch raus. Wo bin ich jetzt? Achso, ich bin immer noch in diesem Raum. Ich finde die Tür nicht mehr, auch jetzt hier. So. Er ist schon unfassbar dunkel. Vielleicht sollte ich etwas heller machen. Es hat ihm gar nichts gebracht, egal. So. Müssen wir wahrscheinlich. Ach nein, Alter. Ich finde das so schlimm, dass man das Ende des Ganges nicht sieht. Beziehungsweise, dass es dort einfach dunkel ist. Oh, da spielt jemand Piano. Ach, cool. Das ist weg, okay. Nee, das bleibt an. Sich im Kreis drehen. Wahrscheinlich werden wir jetzt tausendmal durch diesen Gang laufen. Jedes Mal so etwas anders. Aber ja. Oh, da ist noch ein Brief. Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr, ja. Wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens, was, dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre eheliche Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollte auch dabei bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nachts an und besonders nicht unseren Kindern. Bitte ziehen Sie sich in Erwägung, dass nicht jeder hier eine freischaffender Künstler ist. Oha, wir sind freischaffender Künstler, das ist ja geil. Einige von uns müssen früh aufstehen und früh ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Ist kein Deutsch, oder? Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollte diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll ihre äußersten Munde, Nachbarn. Ja, tut mir leid, Alter, aber es ist halt stressig hier, wenn da so Geister sind. Da muss ich manchmal laut werden. So. Das sieht so verdächtig aus hier irgendwie. Hallo, Wind draußen. Ein Zettel, okay. Merkt euch das Datum. Okay, da ist schon mal eine Einladung für eine Beerdigung. Cool. Da ist ein Code, Schlüssel, Code. Irgendetwas, Bilder, wie überall, Alter. Meine Augen bluten. Alles creepy. Oh, hier ist was. Verkeilt. Boah, Alter. Hey, jetzt sind da Buchstaben. 854, save the code. Also. Ja, muss ja. Das war das erste. 8, glaube ich. Hoch. 8. Nee. 5. 4. Der Profi, Digga. Oh Gott. Bis da. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Okay, Heiratsring Dingens, der irgendwie verflucht ist. Vergiss nie, okay. Ich geh nochmal, weil hier ist noch ein Schrank. Ist hier was drin? Ich finde nichts. Ist auch noch was? Hallo? Irgendwie sollten wir vielleicht einfach weitergehen. Es ist. Hallo? Alter, das stresst mich, dass die Türen immer so zuknallen und dann einfach. Kannst du nicht mehr zurück. Weil wie du einfach auch alles öffnen kannst. Du hast in meinem Studio rumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Bruder. Da gibt's aber Beef, Leute. So, nächste Tür, nächster Raum.
Nächster Jumpscare. Oh, da ist was. Boah, Alter! Oh mein Gott! Ja, geil. Da ist Licht. Alter. Was ist denn jetzt hier los? Oh. Staubmäuse selbst in meinen Lungen. Okay, Digga. Weird Flex, but okay. Ist auch noch was? Oh, ein Lichtschalter. Wow, 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 wow. Wow. Aua, meine Ohren! Ja, ich geh jetzt einfach hoch, Digga, also. Das ist gar kein Bock mehr. Was war denn das jetzt schon wieder? Hier ist ein Hebel. Oh, da, da findet sich eine Tür, geil. Nice. Auch oh, wieder dieses Bild. Hä, wir sind im gleichen Raum. Ja, lol, ey. Aber ich sehe halt nichts. Da kann ich drehen, drehen. Immer weiter. Okay, aber es hat, glaube ich, nichts. Naja, never mind. wo ist eine Tür eigentlich? Ist hier eine Tür? Hallo? Ja, ich sehe gar nichts. Oh, die, der Geheimeingang ist auch weg. Also irgendwas muss ja hier noch passieren, ne? Sonst geht's ja weiter dann. Oh, hier ist eine Tür. Geil, Alter. Och, Mann, ey. Da kommt doch gleich ein Monster hingerannt. Scheiße, ich kann nicht mehr zurück. Boah, Alter. Alter, what the fuck? Kommt da plötzlich so ein Bild geflogen. Paint deep lies. Farbentiefe Lügen. Hässliche. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. The fuck, Alter? I'm not that round. Schade drum. Achso, ich dachte gerade, wieso geht die Tür nicht auf? Aber ist ja alles tipptopp hier. Oh. Alter, renn. Oh Gott. Oh, Alter. Meine Fresse. Alter. Ich wollte die Maus retten, aber. Ist das hier Chaos, Alter? Oh Gott, ich gehe einfach weiter. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Hallo? Ich kann nicht raus. Ah doch. Das ist wieder ein anderer Raum, hä? Da ist eine Tür. Okay. Will ich darüber jetzt? Wenn ich dann weinen höre? Hallo? Ist hier jemand? Nicht weinen, bin. Hier ist zu. Ja, ist vielleicht besser. Ich lasse sie einfach in Ruhe, okay? Oh Mann, Alter, jetzt ist das kritisch hier. Hallo? Oh, Alter, schnall doch nicht so zu, Mann. Hallo? Ist hier jemand? Lauf einfach mal durch. Vielleicht passiert ja... Oh, was?
Alter, wieso sind überall Scherben, Mann? Was soll das denn? Oh, jetzt wäre schön. Wieso ist hier nass? Schön eleganter Gang auf jeden Fall auch wieder. Was steht hier? First step is the hardest, ja. Meistens so. Der erste Schritt ist der jetzt. Wir sind wieder in unserer Küche. Hä? Aber wahrscheinlich müssen wir. Wieso ist hier Knoblauch? Ist hier ein Vampir irgendwo? Ja, perfekt, es geht nicht mehr auf. Hier, oh. Ah ne, ich dachte, das kann ich anklicken. Ja, du, also. Ist hier was? Nee. What the fuck? Hallo? Von wo sind die Sounds? Hm? Ist ja gerade ein Apfel runtergefallen? Oh. Ey, ey, ey. Ganz ruhig. Boah. Wow, 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 wow. Da fallen Äpfel aus dem What? Und andere Sachen. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor. Alter, was ist das? And then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Hey, hey, ganz ruhig. Hä? Was ist das denn? Wow. Ey, hör auf. Ist nicht cool. Kann ich hier? Ich will hier raus. Lass mich raus. Es geht nicht, ich sehe nichts. Hallo? Muss ich ziehen? Achso, ich muss ziehen. Hm. Schau, ne? Komm hier nicht. Ich sehe nichts und ich komme nicht weiter. Ich will hier raus. Lass mich raus. Den Team. Scheiße. Wieso sind wir jetzt hier wieder in unserem Zimmer? Wo wir malen? Wieso ist das so leer? Wir können die Haut platzieren. Wo? Alter, what the fuck? Ah, jetzt ist wieder normal. Alles klar, ja. Steht da? Formlose Träume. Okay. Ach, ich. Lol, wir müssen jedes Mal irgendwie was finden. Dann bringen wir es hier zurück zu dem Gemälde. Und dann geht es wieder weiter in ein neues Layer. In eine neue Ebene von der Angst. Alter. Leute. Jetzt bin ich gefahren. Lasst ein Like oder ein Abo da. Und. Ja, wenn ihr mehr wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das Spiel nice fandet. Keine Ahnung, vielleicht spielt man da mal noch weiter oder. Weiß es nicht. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!